Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Grand Emprise Time Travel Survival. Ein kleines Survival-Spiel, was seit dem 27. Juli auf Steam erhältlich ist und mir gerade unter die Fingerchen geraten ist. Und ich dachte mir, nice, das sieht geil aus. Das werden wir spielen. Das ist so eine Art bisschen Survival-Spiel mit Dinos. Also wir reisen durch die Zeit, können Dinos ein bisschen ziehen und halt eine Runde Survival. Und ich dachte mir, ja, wir werden uns das mal eine Runde anschauen und mit euch eine Runde genießen und ganz viele Kalisem und Beutelchens. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es sieht schon sehr nice aus und ich würde sagen, ich wünsche euch und mir viel Spaß bei diesem kleinen Projekt und wir gehen einfach mal eine Runde rein und auf zur Zeitreise. Ja, Alleingang entwickelt. Neue spannende Dinger. Technologiebau, alles klar. Dann würde ich sagen, neuer Spielstand, Einzelspieler. Wartet mal. Okay, da kann ich nichts weiter machen. Ich würde sagen, wir starten rein. Oh Gott, die Maus. Wartet. Irgendwie konnte ich auch gerade die Maus nicht einstellen. Einstellungen? Habe ich denn hier irgendwo die Maus? Kamerawacke? Nein. Mache ich einfach mal runter. Steuerung. Mensch, das habe ich gerade nicht gesehen. Alter Falter. Da wird ja ein... Für alte Omis. Schneller geht's bei mir nicht. Das ist immer noch sauschnell. Tut mir leid, Leute. Aber das ist immer, glaube ich, das A und O bei uns. Dass wir zuerst alles runterschrauben müssen. Ja, halbwegs besser. So, wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall sehr dunkel. Grafik sieht schon mal mega nice aus, muss ich sagen. Was ist das? Das Zeitreisegerät wurde aufgehoben. Drücke 1, um es auszurüsten. E zum Schließen. Oh mein Gott, und das hat nur eine Person entwickelt. Ich glaube, da ist eine Tür am Horizont. Ich glaube, ich kann nichts weiter machen. Außer die 1 zu drücken. Ach du meine Güte. Oh, und ich komme mit der Maus auf die andere Dings rauf. Rohstoffe zu reparieren, sieh dich nach Steinen um und klicke mit der linken Maustaste, um sie aufzusammeln. Okay, dann wollen wir das mal fixen. Wow. Gewaltig. Gewaltig. Ich habe Minecraft-mäßig einen Stein eingesammelt. Habe ich Gewichtsanzeige? Gut, Holz können wir nicht machen. So, geh. Schau nach unten, um deine Hotbar zu sehen und klicke mit der rechten Maustaste auf das Zeit... Drücke auf Reparatur, okay.
Okay, mir fehlen noch ein paar Felsen. Steinchen. So, kann ich nicht I machen? Yep, jetzt kann ich es reparieren. Was passiert hier? Also Leute, sorry, die Grafik sieht irgendwie bombig aus. Gut, ich soll Beeren, wenn du hungrig bist. Sammel Beeren und Beeren. Entschuldigung. Gut, Beeren und... Hab ich schon? Gut. Da hinten ist ein Dino. Was habe ich denn hier? Ich habe Angst. Es sind sehr viele Dinos in meiner Nähe. Sehr schön. Wir haben also ein paar Bärchen. Wirf Stein auf einen Dinosaurier, um ihn zu erlegen und ernte das dann sein Fleisch. Einen Utahraptor. Natürlich, einen Utahraptor. Drücke die Umschalttaste, um ihn einen zu weichen. Okay. Ich soll ein paar Dinos jetzt töten. Das Wasser ist so strahlend blau. Meine Güte, möchte ich auch hier sein. Oh, was war das? Okay, ist ja gut. Ey, ausweichen! Ich hänge. Ich hänge in ihn. Ich hänge gerade in ihm. Wow. Ah, kein Wunder, weil ich schwimme. Okay, die Mechanik müssen wir noch lernen.
Ich schwimme, deswegen kann ich mich nicht so bewegen, wie ich mich bewegen möchte. Alter, bleib doch mal. Wow. Töte ihn, bevor es Eier legt. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Dino! Nimm das! Hey, komm zurück! Ich hab Hunger! Ich find's geil, dass die ganzen Viecher mich ignorieren. Ich bekomme von dem nichts. Ja, der wurde gesteinigt auf jeden Fall. Ich hätte fast einen Kanu vernichtet. Mensch, ich habe männliche Beine. Mein Gott, ich bin männlich. Perfekt. So, da ist der Uta Russ. Er wird dich zu schätzen lernen und wenn er genug gefressen hat, wird er zahm und lässt dich auf ihn reiten. Okay. Jetzt muss ich nur einen Uta oder einen Raptor finden. Also ich muss sagen, so für einen Entwickler ist es doch gar nicht so schlecht. Ich habe kein Fleisch mehr. Nein, ich muss ihn bewerfen. Ich muss es töten. Sonst tötet es mich.
Gut, wir müssen viele Raptoren töten, damit wir einen Raptor züchten, ziehen können. Ich frage mich, ist der Raptor dann ein Kannibale? Weil er futtert ja eigentlich gerade seine eigenen Kumpels. Da wollen wir mal eine Runde schauen, ne? Da hinten läuft was. Ich habe irgendwie eine Runde Bock auf Ark, ne, Leute? Ja, nee, ich glaube, ich bleib im Wasser. Stehen. So, jetzt könnte ich irgendwo einen Raptor finden. Ich glaube, ich habe genug Fleisch. So von T-Rex habe ich so ein bisschen Schiss. Die könnten mich zerfleischen. Aber schön, wir mähen alles nieder mit einem einfachen Stein. So soll es auch sein, ne? Da ist einer. Ja! Ich hab einen Raptor. Was bin ich denn? Ich bin der Dino-Man. Ja, schon ein bisschen arg. In einer alten Höhle in der Nähe wurde ein Zeitriss entdeckt. Er wurde auf deinen Bildschirm markiert. Oh, da hinten. Süßer kleiner T-Rex. Oh, ich glaube, mein Raptor hat... Ich hätte gerne T-Rex gehabt, Leute. Ey, mit T-Rex sind wir unschlagbar. Auf eine Art und Weise sieht es schon geil aus, ne? So, ich muss hier irgendwo hin. Ich will meinen Raptor jetzt nicht durch einen Fallschaden verlieren. Deswegen machen wir einen kleinen Umweg.
Folgst du mir eigentlich? Nee, ab. Oh! Ja, bleibt einfach nur stehen. Okay. Ich meine, natürlich nehme ich meinen kleinen süßen Raptor mit. Kann ich ihn mitnehmen? Was ist das? Ein schwarzes Loch? Och, nicht schon wieder. Wartet mal kurz. Okay, ich glaube, ich dachte gerade, ich hätte hier einen Käfer und wollte ihn gerade mit meinem Glas zerstören. Mit meinem Glas zerstören, ey. Voll. Kannst die Zeitreise nicht betreten, während du... Oh, ich muss mein Dino hier lassen. Nein! Wie habe ich das hinbekommen? Das Spiel ist noch ein bisschen verpackt. Leb wohl, es war so schön. Ab ins Wurmloch. Technologie, antike Höhle fertiggestellt. Ich merke gerade, ich habe Hunger. Kann ich hier hoch? Soll ich hier hin? Genutzt werden, um das Zeitreisegerät vollständig aufzuladen. Benutze sie, um in die primitive Ära zu reisen. Habe ich gerade irgendwie eine Abkürzung genommen? Wir hatten hier gegessen. Oh, ich gehe noch mal kurz zurück, aber ich glaube, ich sollte hier lang, oder? Nee, ganz großer Schädel. Weil guckt mal, hier ist so ein Feuer. Aber ich glaube, da führt mich jetzt irgendwie zu... Ich folge dem einfach mal. Könntest du auch mal eine Runde warten? Bist du? Ich habe einen Kristall später eingesammelt. Gott liegt in seinem heiligen Tempel. Es ist...
Ein Dinosaurier. Boah! Muss er immer so springen, vorspringen, wenn wir rennen? Sorry, ich wollte nur was gucken. Ich muss schon wieder niesen. Entschuldigung. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Oh, Batman. Wir sind in der Bathöhle. Ich sollte aufpassen mit den... Okay, kommen wir nicht lang. Mit den nach vorne sprinten. Ich will eigentlich ganz normal einfach nur rennen. Ich komme mir vor wie bei Indiana Jones gerade. Alter Falter. Wo ist denn jetzt mein Freund hin? Da ist er doch. Ich folge dir. Du kleines, vertrauenswürdiges Lichtobjekt. Was geht denn hier jetzt ab? Was haben wir denn da? Können wir damit fliegen? Oha! Oha! Was ist das denn? Nach Keta? Ach, ist das so ein Zeitreisetempel? Wir haben da ein Schiff, wir haben da so ein Flugzeug aus dem weiß ich wie vierten Jahrhundert und eine Rakete. Oder Raumschiff, besser gesagt. Und ein Tempel, der ganz leicht blau scheint. Was haben wir hier? Kann sein, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Mein Freund. Ich hätte dich gerade beinahe nicht gefunden, ne? Ach, und hier waren wir gerade. Haben nur schnell eine Abkürzung genommen. Hey. Warum? Das Ding hat uns einfach verarscht. Aber ich habe ja noch das Teil hier.
Ja, und jetzt? Achso, wir sollen wieder zurückreisen. Gut, das haben wir ja sofort gemacht. Ich war ja schon fertig, bevor das Ding hier gerade angefangen hat. Na, dann reisen wir mal wieder zurück, ne? Was? Rechte Maustaste gedrückt, um die verfügbaren Zeitreiseziele zu sehen. Klicke mit der linken Maustaste auf dein... wir sollen in die Primitive, ne? Warte mal. In die primitive Ära. Was kommt mir denn jetzt entgegen, frage ich mich. Neues Nützliches für diese Ära freigeschaltet. Öffnet den Technologiebaum, ja. Was ist das? Ach du meine Güte. Ach, das ist die Dinosaurier-Ära. Da können wir... Ah. Okay, wir können damit... So, jetzt sind wir, glaube ich, in die primitiven Ära. Ja, sind wir, ja. Oh. So, lass mich raten. Ich hab Stein kaputt gemacht. Gut, das kann ich nicht. Lass mich raten. Nein. Ach so, ich soll ihn einfach nur schlagen mit bloßen Fäusten. Ich glaube, das ist zu laut, ne? Ich habe einen Baum geschlagen. Das fand er nicht so gut. Um das Baumenü aufzurufen, klicke dann mit der linken Maustaste, um die Steinwerkbank auszuwählen und zu bauen. Sieh. Okay. Gut, Stein fehlt mir. Das können wir natürlich gleich nachholen. Bären, oh nee. Warum eigentlich Bären? Und dann noch in meiner Nähe. Ja, okay, ich muss noch einen Baum verdrischen. Oh. So, vielleicht sollten wir erstmal etwas bauen. So, damit wir immer sehen, wie viele wir haben. Ich denke jedes Mal, dass er
sich wehtut. Ich mache Stein. Schön, wir haben das erst einmal. Dann bauen wir die restlichen Teile. 20 mal Baumstämme brauchen wir. Irgendwann habe ich so eine Hände, so eine Oberhände. Oberhände. Schwein! Ups. Perfekt. Diese friedliche Musik. Hallo? Eigentlich ist es ja immer üblich, dass man zuerst die Axt baut. Sehr schön. Gut, jetzt müssen wir... Bin ja gespannt, wo wir dann als nächstes hinreisen. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde sterben. Mehr kann ich auch nicht bauen. Ich brauche was zu essen. Hatte ich nicht hier gerade irgendwo ein Schwein gesehen? Da ist es. Wow, das hat weh. Au. Ich bin sowas von tot. Hey, meine ganzen Steine sind weg. Oh. Du meine Güte. Okay, ich habe ein Chicken bekommen. Das war ja irgendwie echt nice von mir. Ja. Ich brauche Stein. Genau da, wo wir gespawnt sind, baue ich erstmal. Das ist...
Wo zum Henker kommt dieses Mammut her? Du bist doch nett, oder? Manni, das Mammut. Gut, er ist freundlich, ich auch. Felsen und Baumstämme. Geht wesentlich schneller, glaube ich. Ist nur ungewohnt, wenn die Eins mit was. Oh, ist das denn ernst, oder? Kommt da erstmal so ein Kroko vorbei. Bau mit deiner Spitzhacke. Ist ja nur Raptorenfleisch. Gut, ich glaube, das kann ich dann einsammeln. Oh, Steinspitzhacke. Ich habe ein Brett gemacht. Ah, dazu brauche ich einen Baumstamm. Okay, 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 okay. Es geht hier irgendwann. Nee, ihr werdet irgendwie nicht schlecht. Gekochtes Hähnchen. Gut. Unterschlupf. Was brauche ich für den Unterschlupf? Bretter und Pflanzenfasern. Gut, Pflanzen. Fasern. Alter, du kleiner Hosenscheißer. Gott sei Dank bist du ein Krok und kannst nicht schwimmen. Wie zum Henker bekomme ich Pflanzen?
Wie bekomme ich Pflanzenfasern, ist die Frage gerade. Finde ein Höhlenmenschenlager und töte oder werde getötet. Ich glaube, da sehe ich einen Busch. Ich habe mich natürlich dahin Wow, mein Gott. Dahin gepflanzt, wo natürlich der Bär eigentlich rumgelungert ist. Da hinten ist ein Höhlenmensch. Da hinten sind Kallis. Die neuen. Sehr schön. Und wir bauen hier erstmal wunderschön ein Unterschlupf. Ach du meine Güte. Also wir können definitiv bauen. Ich habe mich gerade leicht vor dem Mammut da hinten erschrocken. Korb wollte ich jetzt bauen. Bär, wo ich gerade war. Da war ich gerade nur mal so, ne? Tanzen, fucking Kroko. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Dinge einfach irgendwie spawnen. Sehr schön, das haben wir schon mal. Ein Flussboot. Cool. Einfaches Hausvieh. Achso. Die kosten alle gleich viel. So Weichbretter brauchen. Natürlich. Das ist der Krokodocke, der fällt mir gerade nicht.
Können wir ein paar Leute irgendwie für uns gewinnen, damit sie das machen können? So ein Beutetrupp oder so? Ich kann es sogar ins Wasser setzen. Ja. Ich muss niesen. Ja, cool. Unser einfaches Haus. Es ist fertig. Ging aber irgendwie schnell, ne? Ich hoffe, dass das Kroko hier nicht herkommt. Aber meine Lieben, ich würde sagen, das war es erstmal mit der ersten Folge. Ein interessanter Einstieg. Ich bin ja gespannt, was noch auf uns zukommt und was für Eras auf uns zukommt. Vielleicht kommen wir ja auch irgendwann in die Moderne rein. Ja, müssen wir einmal schauen. Aber meine Lieben, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.